begrüße ich Sie und euch alle ganz herzlich zu unserer heutigen Kundgebung unter dem Titel Sexuelle Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Leben und Lieben ohne Bevormundungen. Ich freue mich sehr, dass in diesem Jahr so viele unserer Kundgebung auch unterfolgt sind. Mein Name ist Ines Scheibe. Ich bin Vertreterin des Humanistischen Verbandes und als Leiterin der Humanistischen Schwangerschaftskonfliktberatung und Mitglied des Bündnisses Sexuelle Selbstbestimmung gewählt worden, die Begrüßung und die Einführung dieser Kundgebung übernehmen. Neben mir steht Sibylle Schulz. Sie ist Geschäftsführerin des Familienplans von Amsterdam und wir beide fungieren heute als Moderatorin. Wir sind die Sprecherin des Bündnisses. Es freut uns sehr, in diesem Jahr ein so breites Bündnis Berliner Organisationen und Einrichtungen aus dem Bereich Gleichstellung, Frauen und Gesundheit sowie Vertreterinnen und Vertreter aus Politik für die heutige Kundgebung getrifft zu haben. Mit der heutigen Kundgebung möchten wir ein öffentlich sichtbares Zeichen des Widerstandes setzen gegen die zunehmenden Versuche von Abtreibungsgegnern, das Recht der Menschen auf sexuelle Selbstbestimmung in Deutschland und in Europa politisch und gesellschaftlich in Frage zu stellen. Seit Jahren mobilisieren konservative, vor allem religiös motivierte, gut organisierte christliche Fundamentalisten mit Erfolg in zahlreichen Städten zu Schweigemärschen und für ein europaweites totales Verbot von Schwangerschaftsabbrüchen zu werben. In diesem Jahr, heute zeitgleich, findet in Berlin der 6. Marsch für das Leben der christlichen Abtreibungsgegner statt. Beginnend vor dem Bundeskanzleramt ziehen die konservativen Kräfte, unterstützt von Nationalgesinnten, ihren Schweigemarsch und der frauenrechtsverletzenden Forderung mit der Losung Ja zum Leben für ein Europa ohne Abtreibung und ohne Euthanasie durch die Innenstadt von Berlin. Sie verbreiten Mythen über die Anzahl und die Folgen von Schwangerschaftsabbrüchen, kriminalisieren, stigmatisieren Frauen, die sich für eine selbstbestimmte Familienplanung einsetzen und vertreten rigide Sexualmoral. Das wollen und können wir nicht unwidersprochen lassen. Deshalb führen wir diese zweite Kundgebung in diesem Jahr durch. Wir wollen wieder deutlich, hörbar und sichtbar das Recht der Frauen auf sexuelle Selbstbestimmung und Familienplanung sowie das Menschen- und Grundrecht auf Vielfalt der Lebensentwürfe einfordern. Mit dieser Kundgebung wollen wir den organisierten christlichen Fundamentalisten zeigen, dass wir uns gegen ihre totalitären Ziele wehren. Den Menschen in unserem Lande wollen wir verdeutlichen, wir lehnen jegliche religiöse Bevormundung durch christlichen Fundamentalismus ab. Wir treten für ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung aller Menschen, unabhängig von Herkunft, Kultur, weltanschaulicher, religiösen Werten, unabhängig von sexueller Identität und Orientierung, von ökonomischen, sozialen Status und von Menschen mit und ohne Behinderung ein. Selbstbestimmung ist ein Menschenrecht. Wir wollen leben und lieben ohne Bevormundung. Zu unserem breiten Bündnis gehören neben dem Familienplanungszentrum Berlin, dem Humanistischen Verband, folgende Organisationen und Einrichtungen und Gruppierungen. Der Arbeitskreis Frauengesundheit in Medizin, Psychotherapie, Gesellschaft, AKF e.V., die Pro Familia Berlin, Pro Familia Brandenburg, der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg, Terre des Femmes, die Organisation für Menschenrechte der Frau, die Giordano-Bruno-Stiftung, das Netzwerk Frauengesundheit Berlin, die Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten der Berliner Bezirke, das Multikulturelle Frauenzentrum SUSI, das Frauenzentrum EVA, die Lesbenberatung,
der deutschsprachige feministische Block Mädchenmannschaft e.V., der Arbeitskreis sozialdemokratischer Frauen und die Partei Die Linke, Landesverband Berlin. Wir freuen uns sehr über die kulturellen Beiträge, die hier die Trommelgruppe Kalikascha aus Marzahn sowie, falls sie noch eintreten, die Tänzerinnen aus dem Jugendzentrum Betonia vom Kinderring e.V. Berlin, auch aus Marzahn, hier zwischen den Redebeiträgen leisten werden und für gute Stimmung hoffentlich sorgen. Die Kundgebung wird folgenden Ablauf haben. Als nächstes folgen vier Grußworte und politische Statements. Dann circa 13.30 Uhr sehen wir die erste, sofern die Tänzerinnen hier sind, die erste Tanzeinlage der Street-Tänzerinnen. Und anschließend gibt es drei Talkrunden mit je zwei Expertinnen verschiedener NGOs von jeweils 15 Minuten, die von Sibylle Schulz und mir moderiert werden. Dazwischen kulturelle Beiträge der Trommlerinnen und Tänzerinnen. Wenn der Schweigemarsch der Abtreibungsgegner später dann hier vorbeikommt, werden wir unser Programm kurz unterbrechen. Sie mit Musik, Konfetti und dem Steigenlassen der Luftballons, die gasgefüllt sind, hier begrüßen und Ihnen nette Sprüche mit auf den Weg geben. So viel von mir zu den einführenden Bemerkungen und dem Ablauf der Kundgebung. Die Kundgebung wird spätestens 15 Uhr beendet. Doch vor den Redebeiträgen habe ich noch eine Bitte. Alle Aktivitäten von uns, auch die heutige Kundgebung, sind mit finanziellen Ausgaben verbunden, die wir nicht aus unseren zweckgebundenen Zuwendungen bestreiten können. Wir bitten deshalb alle Kundgebungsteilnehmerinnen und Teilnehmer, uns finanziell zu unterstützen. Es wird zwei Spendensammlerinnen hier auf der Kundgebung geben. Jeder Cent, jeder Euro wird uns helfen. Dankeschön.